Liebe Stadtverordnetenvorsteherin, liebe Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore, erstmal vorneweg, es ist natürlich schön und gut, dass wir dieses Institut bekommen. Und wir freuen uns darüber auch, das ist keine Frage, wir haben ja das auch so beschlossen, aber ich denke, dieser Zeitdruck jetzt zur Standortfrage ist vielleicht ein bisschen voreilig. Um die Spannung vorneweg zu nehmen, wir als Kassel-Linken finden weder den einen noch den anderen Standort so super optimal, leider. Zum einen, ich denke, zu dem Standort am Holländischen Platz wurde schon das meiste gesagt, dass es A, ein bisschen eng ist, B, die Parkplätze und Räume ein Problem darstellen, was auch schon der Ortsbeirat in Holland so thematisiert hat. Und zum anderen, da auch einfach der Ortsbeirat gar nicht auch mit eingebunden war, das hat er auch kritisiert. Der Alternativvorschlag von der CDU-Fraktion mit dem Standort in dem jetzigen Dock 4 hat für uns ein weiteres elementares Problem. Da steht in der Begründung in dem letzten Satz, naja, für das Open-Air-Kino muss dann eine Alternative gefunden werden, aber das ist ja nicht unmöglich. Ja, natürlich ist es nicht unmöglich, eine Alternative zu finden, aber angesichts der Tatsache, dass es gerade für freie Projekte ziemlich schwierig ist in dieser Stadt und auch dieses Open-Air-Kino viele, viele lange Jahre irgendwie Ärger hat, auch mit Nacht, weil es ist nur eine Veranstaltung, die in der Nacht stattfindet, weil Open-Air-Kino ist tagsüber nicht möglich. Und ich glaube, die werden sehr enttäuscht, wenn sie da jetzt irgendwie verscheucht werden würden und sich was Neues suchen müssen. Das ist nicht so einfach. Und deswegen würden wir irgendwie appellieren, ob man sich nicht noch ein bisschen Zeit nehmen könnte, noch vielleicht Alternativen zu finden, weil das Dokumentsinstitut soll ja auch irgendwas sein, was die Stadt über Jahre repräsentiert und auch die Dokumente über den Zwischenraum der 5 Jahre repräsentieren soll. Und dann sollte das einen schönen Ort haben, wo man auch architektonisch ein schönes Gebäude errichten könnte oder verändern könnte. Deswegen werden wir uns bei diesem Antrag enthalten.